Markus Dietrich, wunderbar, herzlich willkommen hier bei Klappe auf, BFFS, Gespräch mit Regisseuren zum Filmfest Hamburg. Ich fange mal so an. Du bist, glaube ich, von allen eingeladenen Regisseuren A, der Jüngste und B, der Einzige, der seine Premiere heute schon hinter sich hatte. Und deswegen sage ich wirklich mal, wie war es heute 15 Uhr im Cinemax, die erste große Premiere des Kinofilms Sputnik, den wir heute vorstellen wollen? Da ich direkt vom Kino hergekommen bin, ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig angekommen. Ich bin noch ziemlich aufgeregt. Morgen um 15 Uhr bin ich dann. Nein, es war ein tolles Gefühl. Wir hatten ein ausverkauftes Haus. Das ist toll für einen Kinderfilm. Ich glaube, es war eine super Stimmung. Und der Rest wird wahrscheinlich in einer schlaflosen Nacht enden, wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken. Was hat wer gesagt? Wann wurde gelacht? Funktioniert die Stelle, die man irgendwie da konzipiert hat? Wahrscheinlich wird man in der Nacht auf die Idee kommen, hat nicht funktioniert. Und woran lag es? Nee, aber war gut. Und war es schlimm, wird man dann sagen und hinterher feststellen, nein, das war gar nicht so schlimm, eben. Ich fange aber jetzt trotzdem mal, mach mal eben kurz den Bogen zurück zu deiner Biografie. Wie gesagt, 79, geboren in Strausberg bei Berlin. Strausberg kenne ich sogar, sehr idyllisch, sehr hübsches kleines Dörflein mit viel Gegend drumherum und See. Dann hast du ja, also erstmal zum Mauerfall, heute ist der 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, und beim Mauerfall warst du 10 Jahre alt. Das heißt, ja. Hast du noch viel mitbekommen vom Leben in der DDR? Denn darum geht es ja in dem Film Sputnik. Genau, deswegen hat man mich, glaube ich, eingeladen heute hier, weil wir haben ja nach 25 Jahren, das kann das sein? 25 Jahre Mauerfall. Wir behaupten jetzt einfach mal 25 Jahre, das klingt gut. Nach 25 Jahren war es an der Zeit, die Wahrheit über den Fall der Mauer zu verkünden. Und ja. Da bot sich der Tag der Deutschen Einheit an. Und die Frage, habe ich was mitbekommen? Ja, weil ich habe ja die Mauer weggebeamt. Ja, genau. Da kommen wir später zu, ne? Genau. Wie das dazu geschehen ist. Denn die Geschichtsbücher müssen ja umgeschrieben werden, ist klar. Aber du hast natürlich vorab studiert. Und deswegen, da ist mir so einiges aufgefallen. Also erstmal Theaterwissenschaften in Weimar. Dann in Berlin. Hier steht irgendwo Weimar. Okay, in Berlin. Dann Drehbuch, du lebst in Weimar, so ist es. Drehbuchcoaching gemacht, Regiestipendiat am Theater Halle, Regie bei diversen Kinderopern, da komme ich auch noch mal gleich dazu. Was ist eine Kinderoper? Bis 2011 warst du Regisseur im Theater in Halle. Und das heißt, du hast zwar in deiner ganzen Ausbildung, in deinem jungen Leben mit Regie zu tun gehabt und mit Kindern, passend zum Kinderfilm. Aber es war hauptsächlich ja Theater und sehr viel Kurzfilm und sehr viel Drehbuchschreiben. Also deine Biografie ist wirklich sehr lang. Du hast unglaublich viel gemacht. Ja, was hier so steht, und da steht dann auch in Klammern hinter Auswahl. Also man kann davon ausgehen, es könnte noch mehr sein. Aber wie ist dann dein Weg zum Film gekommen? Wie war das dein Interesse oder hat jemand dich angesprochen oder hat jemand Kurzfilme gesehen oder war das über Kika in Erfurt, dass jemand sagte, mach doch mal mehr, mach mal was Größeres? Wie kam es dazu? Ich wollte eigentlich Pfarrer werden. Weil ich komme aus einer sehr stark evangelisch geprägten Familie und wollte Pfarrer werden. Das hat sich dann irgendwann nach der Wende zerschlagen. Da wollte ich dann nicht mehr. Dann wollte ich Lehrer werden. Das wollte ich dann auch nicht mehr. Und ich habe dann vom Abitur angefangen, so wie man das in der Schule oft macht, wir haben die Kamera entdeckt. Ich wollte irgendwann mit 12 nach Kanada auswandern, um im Blockhaus zu leben, und habe mein ganzes Geld bis zum 18. Lebensjahr für diese Auswanderung gespart. Cool. Und mit 18 habe ich das Geld genommen und bin nicht nach Kanada, sondern habe mir eine Kamera gekauft. Damals die erste Mini-DV-Kamera für 4.000 Mark. Alles rein investiert und eine digitale Schnittkarte, und dann haben wir angefangen, Filme zu machen, Kurzfilme, sehr existenzialistische, Kafka, Beckett, Fontane, also so. Wir haben selber gedreht, wir haben selber gespielt, wir haben geschrieben und haben die dann in der Schule vorgeführt, und im Prinzip lief es immer aufs selbe hinaus, die Hauptdarsteller haben sich umgebracht, Selbstmord. Und ich wollte dann unbedingt an die Filmhochschule. Also wollte ich unbedingt. Mein größter Traum war nach der Schule, ich will an eine Filmhochschule. Mir war egal welche. Ich wollte an irgendeine in Deutschland, und ich bin an keine gekommen. Ich habe mich mit diesen existenzialistischen Streifen beworben, und ich glaube, das war der Grund. Und irgendwann habe ich aufgegeben und habe Theaterwissenschaften an der FU studiert. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht, und da wurde die Liebe zum Theater entdeckt, die ich immer wieder auch hatte. Ich habe immer wieder auch mit Jugendgruppen gearbeitet, auch in der Schule mit der Theaterjugendgruppe, und
bin dann quasi als Regieassistent eingestiegen und habe mich immer weiter nach oben, nicht geschlafen, sondern gearbeitet als Regieassistent und habe dann an der Bauhaus-Universität Mediengestaltung studiert, weil das noch so im Entferntesten mit Film zu tun hat, weil die Weimarer legen sehr viel Wert darauf, dass es keine Filmhochschule ist. Aber ich habe dort nebenher halt sehr viele Kurzfilmprojekte, deswegen kommen die alle zustande gemacht und habe mir dann sozusagen das alles selber beigebracht und Ausschreibungen mitgemacht, Geld bekommen für neue Kurzfilme, meine Tante angepumpt, mehrfach. Ich glaube, ich bin ziemlich hochverschuldet. Und, aber auf jeden Fall sehr viele Kurzfilme gemacht, die dann auch nicht mehr existenzialistisch waren, sondern Kinderfilm. Ich bin also vom Existenzialismus zum Kinderfilm gekommen und geblieben. Naja, der Tante kannst du das ja von deiner Millionengage als Regisseur jetzt zurückzahlen. Dann ist das schon mal erledigt. Schauen. So ist das. Gut, aber jetzt dann tatsächlich, wie kommt man dann zum Beispiel zu Kika, zum Fernsehen? Weil man Geld braucht. Also beworben. Das war, meine Arbeit beim Kika fing damit an, dass ich halt während des Studiums, wie jeder andere auch, die Miete finanzieren musste. Und die haben ein Kooperationsprojekt damals gemacht mit dem Kika, haben Studenten für wenig Geld arbeiten lassen. Und da habe ich damals für Kika die Aufklärungssendung gearbeitet. Und wir haben so kleine Filmchen gemacht, wo Kinder als Clique zusammengehen und wichtige Fragen der sexuellen und auch der anderen Aufklärung behandeln. Und das war mein Einstieg beim Kika. Mhm, gut. Okay. Sputnik ist ja nun heute dein Film gewesen, den du vorgestellt hast. Jetzt habe ich gerade von Frau Gerhard gehört, das hat 8 Jahre gedauert, den wirklich durchzubringen, zu finanzieren, zu drehen. Also wobei die Drehzeit, jetzt die reine Drehzeit, war ja tatsächlich vor einem Jahr, Oktober bis November, also in relativ schneller Zeit ist der entstanden. Aber 8 Jahre hat es gedauert, den zu finanzieren. Also war ja auch die Idee schon sehr alt, die wahre Geschichte des Mauerfalls zu präsentieren. Da ich ja nicht an eine Filmhochschule konnte oder weil man mir die Kreativität in den abgeschrieben hat oder was auch immer, ich weiß es nicht mehr, habe ich halt mein Studium in Weimar so begriffen wie ein Filmhochschulstudium und wollte unbedingt mit einem Diplomfilm abschließen. Das war mein großes Ziel, habe ich auch gemacht. Und ich habe irgendwann relativ früh das Konzept für den Sputnik geschrieben als Kurzfilm, als 30-minütigen. Und habe den damals beim MDM-Nachwuchstag in Halle gepitcht, 2003. Und danach kamen Guido und Marcel von Ostlicht auf mich zu und haben, die auch eine Weimarer Firma, auch Studenten der Bauhaus-Universität und so weiter, kamen auf mich zu und gesagt, Stoff ist super. Aber kurz, wir haben mal keinen Bock drauf. Kannst du ein Langfilm-Drehbuch draus machen? Ja. Also man tut ja dann so, ja, natürlich, klar, kriegen wir hin. Der Haken kam am nächsten Tag, da riefen sie mich dann an und sagten, ja, wir würden den gerne mit bei der MDM einreichen zur Filmförderung, zur Drehbuchförderung. Die Abgabe ist aber morgen. Ah ja. Schaffst du es, ein Treatment zu schreiben für einen Langfilm? Ja. Und dann da habe ich über Nacht und Tag und geschrieben und geschrieben und geschrieben und habe tatsächlich ein ziemlich schreckliches Treatment, glaube ich, zusammengeschrieben für eine lange Version des Kurzfilms. Aber sie hat ausgereicht, dass wir eine Drehbuchförderung bekommen haben. Und mit dieser Drehbuchförderung habe ich mich dann hingesetzt und habe angefangen, das Drehbuch zu schreiben und war dann voller Euphorie und habe gedacht, so, jetzt ist es 2004, ich habe mein Langfilm-Drehbuch geschrieben, 2005 kommt er ins Kino. Dem war nicht so. Weil das Drehbuch war dann fertig und dann ging es halt ans Klinkenputzen und es ist ja so, damals zumindest war es noch so, dass man für einen Kinderfilm oder auch für einen anderen Film nicht nur Filmförderung braucht, sondern auch einen Sender. Und kein Sender in Deutschland war bereit, Geld zu geben. Einerseits natürlich, weil ich nicht auf einer Filmhochschule war. Das war immer so ein Stein im Weg. Das zweite war, weil ich noch nie einen Langfilm gemacht habe, versteht man. Ne? Habe ich noch nie. Ich habe nur Kurzfilme gemacht. Das dritte war, dass sie sich nicht vorstellen können, dass Kinder und Geschichte funktioniert, also Historienfilm und Kinderabenteuerfilm. Sie haben immer gesagt, pack die DDR weg und mach einen Abenteuerfilm. Habe ich gesagt, mache ich aber nicht, will ich nicht. Und da wanderte das immer so von Schublade zu Schublade und zu Schublade, so viel Schubladen nach unten. Ne? Mhm. Und 2007 gab es auf der Berlinale im Talent Campus die Ausschreibung, mach doch mal einen Kurzfilm zum Thema die Mauer. Und da habe ich gedacht, ich habe ein Kurzfilm-Drehbuch, weil ne, 2003 sollte es ja mal ein Kurzfilm sein. Habe es wieder rausgekramt, habe es umgeschrieben, habe es eingereicht, habe den Zuschlag bekommen, durfte also mit 20.000 Euro, glaube ich, damals diesen Kurzfilm drehen. 2008 und habe also quasi eine 12-Minuten-Version vom Sputnik gedreht und das war sozusagen die Rettung für das Projekt. Mit dem sind wir dann von Festival zu Festival gezogen und das Besondere war, dass der auch international sehr, sehr gut funktioniert hat und plötzlich sagten die Leute,
Dort funktioniert er doch, wa? Mach doch mal einen Langfilm draus. Genau, dann waren wir in Malmö und ich habe den Stoff gepitcht. Und interessanterweise waren lauter, da waren Produzenten aus Polen, Produzenten aus Tschechien, Belgien, Holland, waren da und haben gesagt, warum macht den in Deutschland keiner? Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht, weil keiner an den Stoff glaubt. Und so peu à peu, aber eben Jahr für Jahr und dann verstrich noch ein Jahr und noch ein Jahr und noch ein Jahr und irgendwann war das Geld da. Und dann stieg auch der Norddeutsche Rundfunk ein und der Mitteldeutsche Rundfunk stiegen ein. Und jetzt am Ende hat man ein tolles Paket, aber es hat halt 8 Jahre gedauert. Also echt unfassbar. Wobei Belgien ist auch noch dabei. Ne? Inwieweit hat Belgien das unterstützt? Und da frage ich jetzt wirklich mal ganz doof, was haben die davon? Zeigen die denen? Oder? Ja, der kommt ja auch ins Kino. Das heißt, du hast einen internationalen Kinofilm gemacht. Das klingt schön. Ja, klingt super, ne? Ja. Ich habe einen internationalen Kinofilm gemacht, genau. Ja, cool. Ja, was haben die davon? Die haben natürlich gestaffelt Geld in dieses Projekt gegeben und dafür aber auch was zurückbekommen. Also das ist ja, die Finanzierung funktioniert ja so, die geben Geld und kriegen natürlich auch was zurück. Und wir hatten ein internationales Team, wir hatten Leute aus Belgien im Team, Leute aus Tschechien mit dabei und Deutsche aus Deutschland. Und wir haben zum Beispiel in Belgien die Musikaufnahmen gemacht und die Farbkorrektur und in Prag die Mischung und die Komposition. Also ich bin irgendwann jetzt im letzten halben Jahr so permanent so auf der Achse Belgien, Weimar, Prag gefahren. Auch schön, ich mag sowas, ja. Aber ne, das klingt immer sehr komisch und ich glaube, diese europäischen Koproduktionen haben auch natürlich eine Schwierigkeit, aber sie haben den Film gerettet. Wir hätten in Deutschland selbst das Budget nicht aufbringen können. Oder nur sehr, sehr wenig davon. Ich habe den Film gesehen und muss sagen, dazu fehlt mir dann jegliches Verständnis. Also jetzt vor allen Dingen mit dem Ergebnis, wie das rüberkam, dann verstehe ich die deutschen Sender oder Geldgeber nicht. Vor allen Dingen bei den Sachen, die sonst gerne mal produziert werden, ist das wirklich ein schöner, runder Film mit tollen Darstellern. Zu denen komme ich auch gleich noch. Kurze Zwischenfrage nur, Fernseherfahrung hast du, Kinoerfahrung hast du. Die Kinoerfahrung war nun durch diese Schwierigkeiten ja nicht leicht, aber hast du schon eine Tendenz, was du lieber machst als Regisseur? Lieber Fernsehen, lieber Kino? Ich liebe Kino. Das wird wahrscheinlich jeder sagen, der einen Kinofilm gemacht hat. Es ist einfach, es ist ein anderes Arbeiten. Es ist ein tolles Arbeiten. Aber das heißt nicht, dass ich Fernsehen nicht mag. Ich habe Schloss Einstein gemacht. Das ist ein ganz anderes, konträres Programm. Das ist eine Soap für Kinder. Und es ist ein genauso schönes Arbeiten, nur halt anders. Aber die Schnelligkeit, die beim Fernsehen ist, die ist sehr ermüdend und man muss aufpassen, dass man dadurch nicht überfahren wird. Aber bei Schloss Einstein, tolles Team, auch die Kinder sind motiviert gewesen und das hat schon, ich war auch skeptisch, als ich das Angebot hatte, aber ich habe wieder zugesagt, ich werde jetzt im November wieder Folgen für Einstein machen. Ich möchte mich nicht festlegen. Natürlich, wenn ich die Wahl hätte, würde ich immer sagen, bitte gib mir einen Kinofilm. Ja. Das ist einfach saugeil. Ja, das glaube ich gern. Ja. Zur Besetzung. Nun haben wir hier ja Kinder. Ich finde ja, also das Mädchen, wie heißt sie? Floriane? Flora. Ja, Flora, die finde ich ja großartig. Wie alt ist die wirklich? Sie spielt eine 10-Jährige. Genau, die ist ungefähr jetzt auch 10. Ja. Als sie angefangen haben zu reden, war sie 9. Okay. Ja. Also da siehst du mich sprachlos, weil ich finde die toll. Also die hat es wirklich großartig gespielt und auf den Punkt. Ich freue mich, dass du das so siehst. Kindercasting ist nie einfach. Und Kindercasting dauert immer sehr lang und ist sehr langwierig. Und ich muss auch, das kann ich jetzt, sie ist ja nicht hier, ich habe sie sehr gequält. Also das klingt wie so ein Märchen, aber sie war in der ersten Castingrunde im Januar 2012, haben wir angefangen, war sie schon mit drin. Und ich habe sie dann ein halbes Jahr mitgeschliffen und sie musste irgendwie alle 3 Wochen zum Casting. Es ist nicht ganz fair. Aber man muss sich immer vorstellen, es ist ein enormer Druck auf den Kindern. Und das ist ein enormer Druck. Die hat von 36 Drehtagen hat sie 34 gehabt alleine. Sie ist von 104 Szenen ist sie in 102 drin. Das heißt, die hat ein wahnsinniges Pensum zu stemmen. Die muss nebenher noch Schule machen. Und man muss sich da sehr sicher sein, dass sie das schafft und dass wir das schaffen, weil das auch für sie wichtig ist. Ne? Also ist sie so stressresistent und deswegen haben wir sie ein halbes Jahr ziemlich gequält. Das tut mir auch leid, aber es war gut. Also sie hat das Ding gerockt und das war einfach, jetzt verfalle ich ins Berlinern. Und das war auch echt schau. Ja, also wirklich große Klasse und sie hat den Film getragen. Unterstützt natürlich von ihren Kinderkollegen, wie aber auch nun von den anderen Erwachsenendarstellern. Und da erwähne ich mal jetzt zum Beispiel Andreas Schmidt, Yvonne Katterfeld waren dabei, David Striso, Herr Bernd Stegemann und so weiter und so fort.
wie hast du die gecastet? Und dann auch nochmal eine Hinterfragung. Es spielt in Ostdeutschland. Gibt es das Dorf eigentlich wirklich? Das Dorf gibt es nur, es heißt nicht Malko, sondern Möllenbeck. Aha, okay. Gut, also es spielt in der DDR und auch eben zu Zeiten der DDR. Zum Mauerfall, für die, die es nicht gesehen haben, also die Mauer ist nicht gefallen durch irgendwelche Demonstranten, die Montagsdemos gemacht haben, sondern die Kinder haben eine Zeitmaschine entwickelt, die Menschen beamt. Und die funktionierte halt nicht so, wie sie eigentlich planten, dass der Onkel zurückkommt, sondern die Mauer fiel dadurch. Also deswegen, die Geschichtsbücher werden neu geschrieben. Jetzt wissen wir endlich die Wahrheit. Aber war für dich die Herkunft der Schauspieler wichtig? Weil zum Beispiel Yvonne Katterfeld kommt aus dem Osten, ich glaube aus Leipzig. Erfurt. Erfurt. Viele andere Darsteller auch, ich habe die Biografien gelesen, einige aus Berlin, da steht natürlich nicht nur Ost- oder West-Berlin, denn das gibt es nicht mehr, Gott sei Dank, diese Unterscheidung. War für dich die Herkunft wichtig, um zum Beispiel das authentisch zu machen? Es war kein Kriterium. Also man musste sich nicht für den Film bewerben oder mitmachen und musste lupenrein nachweisen, dass man in Ostdeutschland groß geworden ist. Aber es war natürlich, Simone Bär hat den Film gesetzt, ja, die Cast-Agentin. Und wir haben lange Gespräche vorher geführt und sie hat gesagt, es muss nicht der ganze Cast sein, aber versuche dir bestimmte Gesichter rauszupicken, die noch diesen... Es klingt, man verfällt leider immer ins Klischee und man ist dann angreifbar, wenn man sowas sagt, aber die noch sowas Ostiges, also die das miterlebt haben. Ja. Und das war der Kompromiss zu sagen, okay, wir besetzen die Leute so, dass wir einen Teil davon, wie Ursula Werner zum Beispiel, nehmen alte DEFA-Stars, die auch nach der Wende extrem erfolgreich waren, dass wir die mit reinnehmen, auch in den Film, weil das auch ein Stück natürlich die Geschichte mit transportiert. Und auch junge Leute, so wie Yvonne. Yvonne war so alt wie ich zum Mauerfall, also 10. Und David war etwas älter, ist in Rostock geboren. Und es war nicht wichtig, aber es war schön. Und es war dann gut, dass sie auch zugesagt haben. Naja, ich kann mir das vorstellen, dass man einfach Sachen nicht erklären muss. Weil wir haben es erlebt oder wir waren wenigstens dabei, auch wenn wir 10 waren, unsere Eltern waren genau, direkt involviert. Und, Es ist ja auch so gewesen, diese ganzen Erwachsenen da, Schauspieler, bilden ja quasi das Dorf. Ja. Und der Fokus liegt natürlich auf den 4 Kindern. Und es war dann auch klar, also wir wollten nicht nur Leute haben, die eine gewisse Erfahrung im Osten haben, sondern einfach die als Ensemble auch funktionieren. Weil nichts ist schlimmer als eine Rampensau, die dann quasi immer vor den Kindern oder die dann besondere Aufmerksamkeit will und so weiter. Man hat so viel zu tun mit den Kindern, eben aufgrund der Zeit, die man nur zur Verfügung hat und so weiter, dass es wichtig war, dass dieses Ensemble wie aus einem Guss funktioniert, dass die im Hintergrund dieses lebende Dorf abbilden. Und da war der Hauptaugenmerk war wichtiger, als dass sie aus der DDR kommen. Aber sie kommen natürlich einige aus der DDR. Aber bei Ensemble sagst du wieder ein Stichwort. Habt ihr geprobt? Oder wirklich war ein Drehtag ein Drehtag und wir machen jetzt Szene 17 und gut ist und nun alle mal los? Nein, wir haben nicht geprobt. Also mit den Kindern probe ich sowieso nicht, weil ich das nicht mag. Das nimmt zu viel weg. Mhm. Und mit den Erwachsenen hat es eine Lesung gegeben hier in Berlin. Eine sehr dynamische Lesung. Und dann haben wir geprobt am Set. Aber jetzt nicht vorher lange proben. Nicht vorher getroffen oder so. Mhm. Weil ich kann mir das vorstellen, dass Kinder eventuell eine Sicherheit haben oder dass sie es eben verlieren und dann diese Spontanität weg ist. Genau, deswegen ist es auch immer so, wenn Erwachsene und Kinder zusammen in einer Szene sind, haben wir das mit den Erwachsenen durchgestellt. Ich habe mit denen gearbeitet und erst ganz zum Schluss dann die Kinder dazugeholt und dann die Kamera reingeschmissen. Das klingt jetzt total blöd, aber also quasi die Kamera in das Geschehen reingemacht, weil ich und auch der Philipp, wir beide, also der Kameramann, der Meinung waren, die Kamera ordnet sich komplett dem Ensemble unter, also den Kindern und dem Ensemble. Es ist sehr wichtig. Ich mag dieses Markengelatsche nicht. Bei Wort 4 bist du auf der und bei Wort 5 bist du auf der Marke. Das macht so viel kaputt. Und ich habe ein 360-Grad-Set gehabt. Ich habe dieses Dorf, ich bin da ausgestiegen, nachdem die Christiane Peyer, die Location Scoutin, 300 Dörfer gesucht hat. Und ich bin ausgestiegen und habe gedacht, das ist Malko. Und das sieht auch genauso aus. Und das muss man auch nutzen. Also das ist klar, dass man dieses 360 Grad in der Bewegung spüren muss. Da schmeißt man die rein, erzählt, was los ist in der Szene. Und dann gehe ich halt mit der Kamera hinterher. Und deswegen auch wenig Probe, Stellprobe. Und dann gehen wir rein. Und dann 1, 2, 3 Takes. Mehr ist mit Kindern meiner Meinung nach. Aber das hat jeder natürlich seinen eigenen Weg sowieso nicht drin. Und dann kann man sich wieder auf die Details konzentrieren, die im Hintergrund stattfinden.
Ja gut, ja, weil das Dorf kann man ja auch von oben sehen. Die Kamera ist ja öfter mal in erhöhter Position. Es hat auch diese wunderbare Atmosphäre und diese dörfliche Gemeinschaft kommt da auch dabei rüber. So, jetzt muss man eben ganz gucken, wo bin ich? Gibt es Marco wirklich? Wie hast du die Kinder, genau, wie hast du die Kinder gecastet? Hatten wir tatsächlich dann über doch eine recht lange Zeit, eben vom Januar an bis zum Dreh im Oktober, wobei ja die Besetzung wahrscheinlich vor Oktober, vor Drehbeginn natürlich längstens. Längstens nicht. Stand. Der Olli, also der Emil, ist erst im September dazugekommen. Den habe ich am längsten gebraucht zu casten. Da war ich mir auch bis zum Schluss nicht ganz sicher. Und dann habe ich ihn in Berlin in der Castingrunde noch so kurz vor knapp gesehen und gesagt, okay, du bist mein Olli. Und der war alles auch total klar. Happy. Hat er sich gefreut. wenn ich bei Werbecastings bin, ist das Einzige, wo ich jetzt Kontakt habe mit Kindern, die gecastet werden oder Kontakt hatte bisher mit gecasteten Kindern. Rein private Frage, hattest du Ärger mit Eltern, die sagten, nun mach, nun geh, nun sei ordentlich und brav zu dem Onkel und mach das? Also, oder waren die Eltern da eher im Hintergrund, Gott sei Dank? Also die Eltern, die jetzt hier die Kinder im Film, ihre Eltern sind es nicht. Die echten Eltern die echten Eltern unserer Darsteller sind nicht so. Gott sei Dank. Da lege ich auch sehr viel Wert drauf. Deswegen ist beim Casting, ich habe das mit der Jessica Eisenkolb, das Kindercasting zusammen gemacht, ist mir sehr wichtig, dass immer einer draußen bei den Eltern ist, während ich mit den Kindern innen drinne caste und arbeite, damit ich danach wissen kann, okay, wie sind die Eltern drauf? Und ja, es gibt solche Eltern und das ist ganz schrecklich zu sehen, wenn dann so ein Kind reinkommt und hat eine total lustige Szene auf dem Zettel und plötzlich fängt es an zu weinen. Und ich sage, Entschuldigung, warum weinst du? Habe ich irgendwas gesagt oder so? Und er, nee, aber meine Mama hat gesagt, wenn ich weine, dann ist das toll, wenn man auf Knopfdruck weint und ich wollte dir das jetzt einfach mal zeigen. Okay, aber die Szene, da ist ja auch nichts zum Weinen. Also du brichst hier beim Mauder ein, das ist eine spannende Szene. Ja? Also da musst du ja nicht weinen. Ja, aber meine Mama hat gesagt. Und dann ist man natürlich wieder in so einem Konflikt. Die Mama hat gesagt. Und, also ja, es gibt solche Eltern, aber mir ist sehr wichtig, dass nicht nur die Kinder gecastet werden, sondern auch die Eltern. Weil man hat diese Eltern, mein Kind möchte gerne Brad Pitt werden. Das ist schön fürs Kind. Ich habe als Kind auch immer oder als Jugendlicher davon geträumt, Stanley Kubrick zu sein. Ja? Aber es ist ja eine Sache, davon zu träumen und so. Die werden dann so gepusht und die müssen dann, also ne? Nee, das ist ganz furchtbar. Naja, oder ich habe es nie geschafft und mein Kind soll es jetzt für und mich tun. Ich meine, man sollte auch bei der ganzen Sache nicht vergessen, so ein Dreh ist für Kinder ist ein Ausnahmezustand und der hebt die in so eine bestimmte Bahn, ja, und da muss man echt aufpassen, dass wir alle noch irgendwie mit den Füßen unten bleiben, die sind ja dann noch 36 oder 34 Tage am Set, erleben eine ganz andere Welt und müssen dann ja wieder zurück und das ist, glaube ich, das Schwierige und da wird immer sehr wenig Rücksicht drauf genommen, dass nach den Tagen beim Set und alle kümmern sich um einen und das Essen ist toll und die Leute sind toll und alles ist eigentlich ganz toll, außer dass es mal ein bisschen anstrengend wird und dann komme ich zurück und muss wieder in den Schulalltag, ich muss wieder zur Schule gehen, es gibt nicht die nächste Rolle und das muss man immer mitdenken und das wird oft vergessen und das ist extrem schade. Ja, dann hast du starke Kinder gecastet. Also. Ja, und mir ist auch wichtig, dass ich nach dem Dreh dann immer Kontakt zu den Kindern halte. Ich war jetzt auch oft bei denen in Berlin, die kommen alle glücklicherweise aus Berlin, das heißt, wir haben uns auch zwischendurch getroffen, wir haben einzelne Schnittpassagen uns angeguckt, dann auch während des Schnittprozesses. Wir haben den Film jetzt auch im Vorfeld nochmal gesehen, haben die Pressearbeit heute hier besprochen und so weiter. Also man kann natürlich nicht der neue Papa sein, will ich auch gar nicht. Ne? Ich habe meine eigene Tochter, das ist zeitintensiv genug, aber man muss sie trotzdem versuchen, irgendwie noch aufzufangen. Und ich meine, mir reichen schon alle zwei Wochen eine E-Mail, wann dreht man den zweiten Teil? Und wann kommt der zweite Teil? Die blanke Wahrheit ist ja die, dass Kinder einfach sehr schnell altern. Das heißt, wenn ich einen zweiten Teil drehe, müsste ich entweder anfangen, die Kinder als Erwachsene, dann wird es realistisch, weil ich brauche ja nicht 8 Jahre, aber ich brauche auf jeden Fall 2, 3 Jahre, um wieder Geld zusammenzukriegen. Aber wenn der Film unmittelbar danach spielt, 1990, nach dem Fall der Mauer, müsste ich jetzt drehen. Sonst sind meine Kinder ja, sonst sagen sie Hallo. Ja. Also das war die Situation auch nach dem Kurzfilm. Ich hatte tolle Kinder bei dem Kurzfilm. Und alle haben gesagt, ja, und wenn der Langfilm kommt, dann spielen wir. Und ich sage, seid mal vorsichtig, noch haben wir das Geld nicht zusammen. Und dann sind plötzlich, als der Film finanziert war, waren sie 18. Und ich sage, es tut mir leid, ich kann euch nicht die Rolle geben. Dann funktioniert es nicht. Das funktioniert nicht. Ihr seid 10. Ne? Und das ist ja schade, aber... 18 plus ist ja so unsere Klientel hier. Wenn du jetzt einen neuen Film machst... Wie kommt der Schauspieler an dich ran? Also A, ist schon ein neuer Film, egal welcher, in Planung. Und auch selbst wenn nicht, in deiner Theorie, wie besetzt du? Das heißt,
bist du jemand, den der Schauspieler zum Beispiel beim Filmfest Hamburg oder sonst wie ansprechen kann und sagt, ich habe jetzt mal eine Karte, ich würde ja gern mal mit dir drehen, oder sagst du, nee, damit habe ich überhaupt nichts zu tun, sei nicht böse, aber das macht meine Casterin. Ich gucke mir dann die an, die sie ausgesucht hat, weil sonst habe ich einfach einen Stapel Visitenkarten. Und also ich glaube, ich bin nicht derjenige, der mit Visitenkarten durch die Gegend läuft, was aber eher den Grund hat, dass ich mir, wenn ich das Drehbuch schreibe, und das versuche ich ja so oft wie möglich selber auch zu machen, mir die Optionen offen halte. Das heißt, ich schreibe und habe erstmal Figuren, keine Schauspieler vor Augen. Ne? Ich habe Figuren, an denen die schreibe ich, die entwickle ich. Und ja, es gibt ein neues Projekt, das ist auch ein Kinderfilm, was ich mit der Ostlicht zusammen mache und hoffentlich nicht 8 Jahre dauert. Und dann ist es tatsächlich so, dass wir beim Sputnik, und ich habe die Arbeit sehr zu schätzen gelernt, dass ich mich mit der Simone hingesetzt habe. Weil die Simone, die kennt diesen Prozess nicht vom Schreiben. Die nimmt dann ganz frisch dieses Buch, liest es und sagt, okay, jetzt unterhalten wir uns mal. Und dann sind es 2-3 Tage, die sehr intensiv sind, wo man bestimmte Sachen abklopft. Wie kannst du dir den vorstellen? Und kannst du dir den vorstellen? Und funktioniert der? Aber der funktioniert mit dem wieder nicht. Und so weiter. Also ich habe die Arbeit sehr zu schätzen gelernt, mit der Simone zusammen erstmal im trockenen Bassin Planspiele zu machen, die dann sowieso nicht aufgehen, weil der eine dreht dann wieder da und der andere dreht da und der andere hat keine Lust, einen Kinderfilm zu machen. Und wer könnte das dann machen? Aber wenn man jemanden kennenlernt, kann man auch sagen, so, dich habe ich gesehen, und den kann man natürlich damit ins Spiel bringen. Aber bis der Prozess anfängt, habe ich überhaupt gar keine Vorstellung von Schauspielern. Das mache ich erst dann, wenn klar ist, dass wir in die Drehvorbereitung, wenn die schizophrene Figur des Regisseurs in mir dann quasi sich vor den Autoren drängt und sagt, okay, jetzt machen wir mal eine Drehvorbereitung. Gut, Simone Bär, wenn auch so eine intensive Zusammenarbeit dann entsteht, dass sie auch die Ideen hat und ihr wirklich dann 2 Tage oder mehr Zeit habt, dann ist das ja schon mal eine Bank, klar. Ne? Okay, dein Film Sputnik. Was meinst du oder was erhoffst du dir, was der auslöst bei deinem Publikum? Und zwar sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den Kindern. Genau, es war immer wichtig, dass der Film für beide funktioniert. Und heute im Kino zumindest hatte ich das Gefühl, dass er für beide funktioniert. Es ist ja sehr schwer, da so eine Balance zu finden. Wie viel Kinderfilm ist noch übrig, wenn ich für die Erwachsenen auch mitdenke und mit der Auslöser, den Film zu machen, war ja die Sprachlosigkeit im Herbst 89, über die Dinge offen zu reden. Das heißt, es ist um uns herum, um uns Kinder, sehr viel passiert, was wir nicht ganz genau verstanden haben. Und dadurch entwickelte sich dann diese Eigenheit, diese Verschwörungstheorien, wie auch immer wir sie nennen. Und wir waren natürlich noch große Captain Kirk-Fans, deswegen das Beamen. Und was ich mir erhoffe, ist, was ich in der Schule selber nicht erlebt habe, ist, dass man sich wieder intensiver damit auseinandersetzt. Und zwar natürlich nicht nach dem Motto, oh, die Mauer ist weggebeamt, das ist ja nur quasi die Geschichte der Kinder, das Augenzwinkern, was da mitgeht. Aber ich glaube, was der Film hoffentlich schafft, ist, dass man sich mit diesem Mauerfall auseinandersetzt in der Schule. Es gibt auch ein pädagogisches Begleitheft, der geht auch auf Schulkinotour, dass man den Film sieht und danach über dieses Leben in der DDR spricht, jetzt unabhängig mal von den Dramen, die wir schon kennen, unabhängig von den wirklich wichtigen und emotionalen Geschichten, die andere gedreht haben, dass man über diesen Alltag auch mehr erfährt. Wie ist es, in diesem Dorf zu leben? Ich hatte keinen Kontakt zur Stasi als Kind, aber wie war das für mich, dort zu leben? Und wie war das für meine Eltern zum Beispiel, die habe ich ja vorhin schon gesagt, in der Kirche sehr aktiv waren, was für einen krassen Konflikt die standen. Gehe ich jetzt wie alle anderen über Ungarn oder über die Tschechei oder was mache ich? Oder bleibe ich hier, weil eigentlich will ich ja auch was verändern, was wir ja schon die ganze Zeit machen. Das ist ein wahnsinniger Konflikt, dass man darüber dann auch mehr redet und darüber wieder anfängt, okay, also die hatten auch ein Leben da drüben, ja, und ich hatte auch eine sehr schöne Kindheit, aber natürlich in einem Land, was seinen Leuten oder einem Teil seiner Bevölkerung Unrecht getan hat. Aber man muss dann natürlich sehr differenziert gucken, was gibt es da für Geschichten? Und was der Sputnik versucht, ist, glaube ich, durch die Leichtigkeit der Abenteuergeschichte im Hintergrund so diesen Kosmos, dieses Dorfleben in der DDR so ein bisschen wiederzuspiegeln. Und ich hoffe, dass das funktioniert. Ich weiß es nicht, aber gucken wir mal. Ich halte die Daumen, sage dazu aber auch noch, den Kindern im Film war es durchaus bewusst. Wenn wir darüber gehen, über die Mauer, werden wir erschossen. Also ja, das war mir auch bewusst. War schon klar, ja. Bei mir ist es meine Tante, die einen Ausreiseantrag gestellt hat. Und die Friederike sagt im Film irgendwann, also ich meine zu ihrem Onkel, ja, wenn du rüber gehst, dann bist du für mich so gut wie tot.
Ich kann nicht erst wieder sehen, wenn ich so alt wie Oma bin. Und das war natürlich für mich auch ganz klar. Meine Oma ist immer schön nach West-Berlin zu ihrer Tante, zu ihrer Schwester, ist darüber und hat mir dann immer schöne Matchies mitgebracht und so. Ne? Aber das war klar, ich kann die bis Friedrichstraße begleiten, dann gibt es da eine Sperre und dann ist die weg. Und irgendwann kommt sie wieder und hat hoffentlich meinen Zettel eingekauft, was ich ihr aufgeschrieben habe. Und als meine Tante, das war ein Schock, also das war krass, das ist ein Schock gewesen. So, ich komme nach Hause von der Schule, so wie im Film, und plötzlich steht da ein Auto, wo lauter Möbel drauf sind, und ich kicke so ruf und denke, das sind doch die Möbel meiner Tante. Und dann sitzen die da alle so wie im Film auch, sitzen die da alle und gucken mich an und ja, es tut mir leid. Also ich hatte keine Zeit mehr, mich von meiner Tante zu verabschieden. Die war schon weg. Das heißt, sie hat mir auch nicht gesagt, dass sie einen Ausreiseantrag gestellt hat, sondern die war dann einfach weg. Das Einzige, was ich hatte, waren diese Möbel. Und und daraus entwickelte sich dann diese Geschichte. Ich halte dir alle Daumen für den Erfolg dieses Filmes und für die Nachhaltigkeit. Ich hoffe, da kriegst du auch irgendwie ein Feedback dann von Schulen oder wer auch immer dir da was sagt. Wir sind allerdings schon ratzfatz um mit unserer halben Stunde. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Markus Dietrich, und wie gesagt, halte die Daumen für diesen Film und für alle weiteren Filme, die du machst. Hab aber noch was für dich, denn wenn du einen weiteren neuen Film besetzt und den vielleicht mal in Norddeutschland spielen lässt, haben wir hier natürlich unser BFFS-Poster mit den norddeutschen Perlen. Das sind also, mittlerweile sind so viele neue Mitglieder dazugekommen, du wirst da nicht alle finden, aber immerhin ganz viele, und vielleicht suchst du dir einen aus. Okay, danke schön. Also, danke Markus Dietrich. Danke an euch.